Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Elodie und zwar mit einer besonderen Mission. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Hi. Denn es ist so, ich mag das Spiel echt gern. Ich habe super viele Spielstunden schon. Aber mit der Taschenlampe, oh, schön. Schöne Anhänger. Mit der Taschenlampe kann ich einfach nicht umgehen. Ein Trapser. Ja, und das möchte ich jetzt mal üben. Denn das kann ja nun nicht der Normalzustand hier sein, nicht wahr? Also ich will. Er will vor allem tunneln. Ich will üben, mit der Taschenlampe umgehen zu können. Und dafür habe ich mir die Perks auch mitgenommen, zusätzlich zur Taschenlampe. Und zwar einmal Bindung damit. So schlimm? Leon. Ich glaube nicht, Elodie ist ganz schön hot. Ah, deswegen, weil sie so hot ist, ich verstehe. Bindung, damit sehe ich meine Survivor-Kollegen, das ist Perk oben. Mit schnell und leise kann ich schnell und leise eine Aktion ausführen. Eine übereilte Aktion. Mit eiserne Wille. Mich jammer ich nicht so rum, wenn ich verletzt bin. Das ist ziemlich wichtig für so Taschenlampensachen. Ja, und mit elterliche Fürsorge links kann ich unbemerkt davongehen, also mit schnell und leise und eiserner Wille sowieso. Und mit elterliche Fürsorge mache ich dann auch noch zusätzlich keine Kratzspuren, wenn ich den Killer geblendet habe. So, das ist soweit der Plan. Er geht wieder zurück zum Haken. Ich glaube es. Ja. Und ich dachte mir, wie funktioniert es mit der Taschenlampe? Man muss es einfach machen. Man muss sie immer wieder mitnehmen und keine Scheu davor haben. Und dann muss man es einfach machen. Ich habe mir ein paar Tipps dazu angeguckt, schon oft und länger. Und zwar ist es so, dass ich die Taschenlampe so ausrichten muss, dass das Ziel über meiner rechten Schulter tunnelt aber auf Krampf, meine Güte. Das Ziel auf meiner rechten Schulter über der rechten Schulter ist. So, und wir gehen jetzt mal mit dem Driter in die Ecke uns heilen. Einmal resetten. Och nein, das ist schade. Ja, also ich. Right! Ich bin gar nicht verletzt. Sorry. Sorry. Was war das denn jetzt? Ich bin fast davon ausgegangen, dass ich verletzt bin. Wirklich richtig dolle fest. So, geblendet. Ich nehme ihn mal mit. Ich versuch's zumindest. Ja. Also wie gesagt, man muss versuchen, das Ziel. Ich versuche euch das mal zu zeigen hier am Fenster. Rechts über der Schulter
auszurichten, damit man in die Richtung nämlich, da ändert sich die Perspektive ein bisschen, blendet. Und ja, das war's schon. Das heißt, man muss diese Kamera hier, mit der man nach rechts und links guckt, schon vorher, bevor man blendet, ausrichten. Sonst passiert das, was gerade passiert ist. Ich bin weggeflutscht mit der Kamera und habe ihn nicht sofort geblendet, sondern erst beim zweiten Mal. Also nicht beim zweiten Mal, sondern beim Nachjustieren. Das ist gar nicht so gut eigentlich. Aber ich habe die grüne Taschenlampe dabei. Und die hilft mir ein bisschen, denn ich habe auch noch ein Add-on. Womit die Taschenlampe noch ein bisschen genauer ist und länger anhält. Und der Lichtstrahl breiter ist. Tritt gegen meinen Gen. Stellt eine Falle da auf. Geblendet. Und keine Kratzsprung gehabt mit elterlicher Fürsorge, nämlich. So. Da er so tunnelt und campt, müssen wir leider Gens durchziehen. Und den Bilder hängen lassen. Klappt das, oder? Nein? Jetzt? Okay. Habe ich das richtige Perk mit? Elterliche Fürsorge, ja, ne? Ist das vorhin abgelaufen? Bitte, 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 bitte. Oh, so ein Glück. So, und jetzt bloß nicht in irgendwelche Fallen laufen. Und schon vorher einmal gucken, wo noch Paletten stehen. Hier ist noch eine Falle. Die ist aber nicht aufgestellt gerade. Ich höre ihn sehr laut. Da. So, mit Beweise dich sollte das Ganze jetzt auch schneller gehen. Da oben nach dem Gen, wo er eine Falle hingelegt hat. Hier das Gebäude hat er auch komplett, also das Schiff, abgetrappt. Und ich habe Aufgabe Rift dabei, als Unterstützung, damit ich auch die Taschenlampe auch wirklich nutze, dass ich den Killer viermal betäuben muss in einer Runde. Ja. Das ist also der Plan. In der Tür hier oben steht die noch. Nö. Er hat mich verloren. Er hat mich verloren. Oh wei, oh wei, er guckt im Schrank. Okay, nicht ins hohe Gebüsch springen. Denn da sitzen die Pokémons. Ich werde jetzt nach dem Gender oben nochmal gucken. Genau, wir spielen das jetzt einfach sneaky runter. Muss gucken, wo noch Paletten sind, die ich nutzen könnte. Hier zum Beispiel. Hier ist auch keine Falle. Dwight geht aufs Schiff. Und hier ist hohes Gras. Vorsicht, hier ist eine Falle irgendwo. Okay.
heißt, Dwight war nicht auf dem Schiff, sondern der Killer war auf dem Schiff. Und ich renne genau in die falsche Richtung. Da ist eine Falle. Aber er hat die doof gesetzt, das heißt, ich kann einfach die Palette drüber ziehen. Und dann kann er die nicht mal mehr aufheben, glaube ich. Außer er zerstört... Ah, er zerstört die Palette. Nee, das war nicht gut. Oh, was? Hier? Hier? Boah, das ist aber ein... 1080 IQ-Move hier. Eiserner Griff. Oh mein Gott. Ja, das wird nicht gut. Ich komme in den Keller. Ich mache Fluchtversuche, lass mich sterben. Der Dwight war sehr tapfer. Ich habe 2 Blendungen hingekriegt. Für mehr reicht's nicht. Ist okay, Dwight. Ich mache Fluchtversuche. Fix die Luke, okay? Du schaffst das, Dwighty Boy. Gönn dir die Luke. War doch eine ganz witzige Runde. Dass ich ihn zweimal geblendet habe, ist meinem Ego auch ganz gut bekommen. Und vielleicht kriegt der Dwight jetzt die Luke. Schade, dass er jetzt ein 3K gekriegt hat. Vielleicht sogar ein 4K. Oder einige sagen sogar ein 5K dazu, wenn jemand die Luke schließt und alle 4 Survivor tötet. Weil das extra Punkte sind. Ah, schade. Da lag keine Falle. Was hast du denn noch für einen Erschöpfungsblock? Gar keins. Er hat aber Selbstfürsorge dabei. Papa! Nein, er hätte ziehen müssen. Ah, ziehen und weiterrennen. Er ist disconnected, ich glaube es. Naja. Eiserner Griff, Erregung, brutale Stärke, also schneller Paletten und Wände zerstören. Und Noel hätte er noch gehabt. Puh, ja. Freilehrbar und Fallensteller und Fallensteller und Freilehrbar. Na gut, aber ich glaube dafür, dass ich den Killer 2-mal geblendet habe und nicht 4-mal, war es okay. Also, ja, wir hätten ihm jetzt eigentlich nicht so viele Kills schenken dürfen. Weil es, ja. Aber so ist das bei DBD. Für meine erste Runde mit Taschenlampe war es doch ganz okay. Ich übe noch ein bisschen. Es wird viele Runden geben, in denen ich mit der Taschenlampe so nach oben flutsche oder auf die Füße des Killers leuchte, weil ich ein bisschen weniger konzentriert bin. Aber ich habe mir das jetzt vorgenommen, das mal öfter zu trainieren. Also, ich sage GG, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!